zwei freie Menschen treffen aufeinander und müssen lernen, mit dem Abgrund im anderen klarzukommen. In den Sommermonaten heiraten viele und schwören sich ewige, unendliche Liebe. Glaubst du an diese echte, große Liebe? Also jeder, der heiratet, glaubt an die echte, große Liebe oder hat schon mal an die geglaubt. Die Frage ist nur, wie man die versteht. Es wäre natürlich naiv zu glauben, dass die echte, große Liebe einfach nur so vom Himmel regnet, ohne dass man etwas dafür tun muss. Das heißt, die große Liebe ist nichts, was automatisch kommt, sondern ein Ergebnis von Freiheit. Zwei freie Menschen treffen aufeinander und müssen lernen, mit dem Abgrund im anderen klarzukommen. Was ist denn für dich dann die Liebe? In der Philosophie gibt es hier eine hilfreiche Unterscheidung zwischen Gefühlen und Affekten. Das heißt, ein bloßes Gefühl habe ich auch so. Also wenn mir gerade warm oder kalt ist, habe ich ein Wärme- oder Kältegefühl. Das ist Liebe nicht. Und jetzt sei ein Affekt einfach etwas, wo auch unsere Intelligenz gefragt ist. Und das heißt, unser Nachdenken über die anderen und so weiter und unsere Erfahrungen beteiligt. Liebe ist also mehr als eine Art irgendwie Darmreizung oder Hitzegefühl. Das klingt ja schon ein bisschen unromantisch, wenn du so sprichst. Es muss doch einen Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe geben. Liebe ist doch mehr und größer und breiter und tiefer. Also Freundschaft ist ohne jede Frage eine bestimmte Form der Liebe. Ja, es gibt nur ganz verschiedene, mit verschiedener Intensität. Aber nehmen wir einfach mal so einen Unterschied wie zwischen Freundschaft, der Liebe zwischen Partnern oder der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Das sind ganz verschiedene Formen der Liebe, wo ja auch nicht alle Formen der Liebe eine Rolle spielen. Zwischen Freunden spielt in der Regel die sexuelle Liebe keine große Rolle, während zwischen Eheleuten die sexuelle Liebe eine Rolle spielen sollte und zwischen Eltern und Kindern hoffentlich nie eine Rolle spielt. So, das heißt, die verschiedenen Formen der Liebe haben verschiedene Intensitätsgrade und verschiedene Spielregeln. Und das muss man natürlich lernen. Vielleicht haben viele in ihrem Leben schon mal die Grenzen an der falschen Stelle überschritten. Man denke eben daran, dass man doch vielleicht mal Sex mit dem Freund oder der Freundin probiert hat, ohne eine Bindung eingehen zu wollen. Das scheitert erfahrungsgemäß. Ja, aber die ewig große und echte Liebe, die ist doch bedingungslos, ne? Also so steht es ja auch schon in der Bibel. Sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hofft alles. Das würde ich nicht hoffen, wenn meine Frau anfangen würde, mich jeden Tag zu schlagen, ohne dass ich darum bitte. Oder denkt man an Vergewaltigung in der Ehe, dann sollte man eben nicht denken, aber ich liebe die Person doch. Das heißt, Liebe braucht auch Grenzen. In der Liebe geht es auch darum, dass man ein Leben zusammenführt, dass man bestimmte Werte teilt und so weiter. Sonst kann das nicht funktionieren. Wer glaubt, wie gesagt, dass die Liebe einfach so eine Art heißer, romantischer, pulsierender Motor und irgendwo unterhalb der Herzdecke ist, wird wahrscheinlich keine erfolgreiche Liebesbeziehung führen. Du bist ja auch glücklich verheiratet. Glaubst du an die große Liebe? Hält das für immer? Ich glaube an sie, sonst hätte ich nicht geheiratet. Und ob das für immer hält, hängt davon ab, wie wir uns in unserer Ehe zueinander verhalten. Ohne das große Gefühl kann man natürlich keine Ehe eingehen und aufrechterhalten wollen. Aber es geht eben auch gleichzeitig noch um mehr. Das ist ja das Interessante und Aufregende daran.